Zurück in Throne of Liberty. So, es hat jetzt nur fast eine Stunde gedauert, weil nämlich hier gerade so eine schöne Serverwartung reingekommen ist. Und deshalb konnte man nämlich letztes Mal auch unser Zeug da nicht upgraden. So, jetzt muss ich tatsächlich selber erst nochmal überlegen, wo wir hier was upgraden wollten. Hier konnte man noch was abholen. So, und was hier mit Ausrüstungszauber, genau. Und dann wollten wir hier Detail nämlich auf Stufe 3 bringen. Da haben wir jetzt Stufe 3, nice. So, dann behalten wir das Zeug mal. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn wir über das Auktionshaus vielleicht diese Items da bekommen, die wir da brauchen, um diesen besseren Stab zu kriegen. Wäre eine Idee. Aber wir hatten hier irgendwo, war das hier in den Feldern? 7 Monumentesteine. Da wollen wir einmal hin. Oder wir gehen in die Windhügel. Wo waren hier? Hier war Wolfsjagd, ne? Machen wir lieber erst nochmal die Wolfsjagd zu Ende. Dass wir da die Quest noch zu Ende machen. Ich will mir mal kurz den Marker setzen, wo wir ungefähr letztes Mal waren. Ich glaube hier vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Hier war das Lager, dann waren wir ungefähr da. Dein Name Marker. So, sprich mit Gastwirt. Wir haben hier sogar noch eine andere Nebenquest. Besser Geschichten. Die haben wir uns gar nicht geholt. Wenn wir jetzt hier wieder fighten, dann geht doch wieder unser ganzes Mana weg, ne? Genau, hier waren die Hirsche. Da ist schon ein Jäger. So, der droppt uns doch hier wieder was, ne? Please accept this in return. Wilden Baumblatt, okay. Lul. Weil die droppen mir nichts, ne? Achso, mal den Ping wegnehmen. Den Ping setzen wir uns schon mal hier hin. Falls. Ach ne, jetzt haben wir 2 Pings. So, damit würden wir die ja richtig hart kaputt machen. Also, dass sie das wirklich so rausgenommen haben. Mit der Stufe, das ist eigentlich ganz okay. Bin nur mal gleich gespannt, wie es mit der Mana-Regeneration aussieht. Die treffen hier echt gar nichts, ne? Nur XP. Kein Gold. Was sind denn hier die Hirsche? Ich glaube, also wir waren mal in dem Tower hier oben, ja. Da waren wir mal drin. Kann man da hochjumpen? Nee.
Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, müsste jetzt hier aber gleich das Event sein. Oder schön. I'm alive. And it's all thanks to you. Please accept this in return. Preparations for the wolf hunting contest will begin now. Okay. It's been 10 years since the battle. 4 Minuten, da geht's los. Years ago, my heroic son Henry protected our lovely Castleton at the cost of his life. To prevent such tragedy from happening again, we're holding an annual contest that will help our hunters to hone their skills and stand united. Noch geht's ja. Da, der zieht richtig schön Mana weg, ne? So, noch brauchen wir die ja nicht. 4 Minuten haben wir. Ich würde eigentlich mal nochmal auf den Tower gucken, ob wir da jetzt nochmal was haben. So, wichtig ist ja nur, dass wir bei Minute 2 einmal zurückrennen, ne? Das abgeben. So, ich glaube, das hatten wir schon, ne? Ich glaube, das hatten wir nicht. Ups, da sind wir wieder. So, dann haben wir hier schon mal die Wolf Hunting Contest will begin soon, and I have some pre-announcements to make. During the recent competitions, people roasted meat over the wolf trap bonfires. So. You won't survive if they come after you in packs, so be careful. Be careful. So, die Belohnung können wir noch kriegen. Und dann war's das, ja. So, wir hatten ja wirklich das Büchlein noch nicht. So, da rennt einer rum. Der wollte uns sogar angreifen. So. Oder sind die Lager diesmal woanders? So, hier gibt es Belohnung, Rang 1. Gibt es Gold und Aktivitätspunkte. Punkte zur Bemessung der Aktivitätsplatzierung. Was auch immer das bedeutet. Our Lord will soon make the opening speech. Before that, I have a small announcement to make for contest participants. Listen, if you ever get surrounded by wolves, don't hesitate to ask for help. Hunters should have each other's backs at all times. Make sure that you help each other whenever possible. So, bin ich mal gespannt, ob das hier auch mal gleich losgeht, wo? Da ist ein Jäger. Jetzt wirklich noch kein Mana verballern. Wem helfen wir mal noch hier? Ja, mach mal doch. I'm alive, and it's all thanks to you. So. Please accept this in return. Thank you. Nein, das ist zu früh. The wolf hunting contest will start soon. Enjoy.
For my son and the hero of this town, Henry. 27 Sekunden. Dann werden wir gleich runtergestuft. Vermute ich mal. Haben wir die alle aggro? Von drei. I, Lord Hans of Lathlin, hereby present to you the wolf hunting contest. Great honor and greater rewards await those who can bring in the most wolf tail. Jetzt geht Mala schon runter. I'm looking forward to seeing who the winners will be. Now, let the game commence. So, wir können ja den hier wieder nutzen und den hier. So, wo sind hier die Wölfe? Aber diesmal stand nichts dabei, dass wir hier. Der war nicht für uns. Try to deliver the tails in advance, so you don't run out of time. Nice. So, hier haben wir noch Beute kurz. So, viel Leben klauen sie ja nicht. So, und schon wieder so viele Leute. Wirklich fast out of the mana. So, ist das da wieder ein Jäger oder? Sieht so aus. Try to deliver the tails in advance, so you don't run out of time. Zwei Sachen hier drauf. Nee, den da. Jetzt haben wir wieder so wenig Mana hier. Wir haben immer noch 16 Minuten. Ich bin... Ich kann mal einen so bekämpfen.
Ich wollte nicht springen, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich doch nur verdrückt. I see a frontrunner already! Mana braucht man denn hier für die? Das ist auf dem Ziel. Dem habe ich jetzt aus Versehen geholfen. Noch Holz. Die 5 bringt uns ja leider keinen Hammer. Jetzt heilt er uns ja auch immer noch, ne? Wo holst du das? Eigentlich auch wieder so ein Level up dann.
geht immer noch 10 Minuten, ja? The title is still up for grabs. Don't give up. So. Da stehen ja jetzt nur die drin, die auch schon abgegeben haben. Der hatte schon 140 da oder so. Natürlich heftig. Wenn mehr AOE oder so zugleich mehrere töten kannst, wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Unsere 3 wäre ja so ein bisschen AOE-Schaden. Aber nicht genug. Die sterben dann da nicht alle. The delivery for the Western Lake campsite is already finished. Try moving to another campsite. Oh, warum habe ich denn den? Ich habe den sogar bekommen. Aber warum? Das war zumindest nicht der Plan. Boom, boom, boom. So, 7 Minuten. Dieses Kack-Event hätten wir schon das ganze Zeugs da gebraucht. So, jetzt haben wir einen Beschwörungsstab noch bekommen. Wieder gedrückt. Die muss ich mal weglegen da. Die wird ja bestimmt irgendwann mal ganz nützlich sein. So, 6 Minuten. Ja, da hat er da, wenn ich es richtig gelesen hatte, hatte der ja 140 oder so. Der bringt ja nix. Der mir den Mobs, ne? Wo sind hier meine Wölfe? Wollen sie mir hier auf den Sack hin, oder? Jetzt klauen sie mir hier meine schönen Wolfies hier.
still up for grabs. Don't give up. So, was hat der? 208. Der auf Platz 1. Jetzt hätte ich gerade einmal die schönere. Schaden gehabt. So, 4 Minuten noch. The delivery for the Southern Lake campsite is already finished. Didn't you know? Ja, das wissen wir. You'll have to go to another campsite. So, da hinten ist unser Ping. Vielleicht sollten wir auch schon mal in die Richtung gehen. Irgendwas bekommen. Also wir sollten auf jeden Fall in die Richtung schon mal reiten und dann können wir da ja immer noch welche uns holen. Weil hier nicht wieder den Timer hat. Three minutes remain. You're not going to give up now, are you? Was ist denn das da? Ein Wolfsschwanz? So, hier fighten sie auch alle, wie die wirklich haben. Nice, nice, nice. So, 2 Minuten noch. Können wir hier mal gucken. Hier irgendwo noch ein Kriegen. The delivery for this campsite is already finished. Try another campsite. Okay, wir sollten auf jeden Fall gucken. Wir müssen da drüben hin. Müssen wir den Ping ändern. Zu 1. 2. 1, deshalb sind die nämlich alle in die Richtung geritten. Da hätten wir ja da in unserer Posi noch bleiben können. Das ist natürlich scheiße. Naja, shit happens. Gibt's hier noch unten Wölfe? Try to deliver the tails in advance, so you don't run out of time. Einen kriege ich. Nice. So, ich werde jetzt aber abgeben. Damit hier auch nichts schief geht. Only one minute until the contest ends. So, haben wir nochmal 2. Haben wir hier noch irgendwo einen? Mal die 2 noch rein. Wie die Massen jetzt hier ankommen. So, bin ich ja mal gespannt, was für einen Platz wir jetzt hier kriegen. Try to deliver the tails in advance, so you don't run out of time. 17 Sekunden. Let's go. Da hat einer 207
Und das war ja schon. Everyone halt! We will now announce the winner of the hunting contest. Ja. Put your hands together for the victors. 16.000 sind bei gewonnen. 17.000 Gold. Persönliche Leistungsbelohnung. Okay. Was haben wir denn bei der persönlichen Leistungsbelohnung bekommen? Nummer hochwertige Nahrung, okay. Nice, 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 nice. So, jetzt muss er hier wieder alles einmal durchklicken. Was macht das denn? Ja, ja, okay. Hier kriegen wir noch einzelne Rohstoffe für irgendwelche Gemüse und so, ja. Da haben wir noch so ein Stäbler. Okay. Beschwörungsstab, ja, ja. Was gibt's denn hier? Hochwertiges Mystisholz, okay. Gebetsstab, Ritualstab. Das sind ja alles so eine Sachen, die man wahrscheinlich dann eher mal einsammelt, ne? So, Kampfparts. Nehmen wir doch ab. So. Alle Belohnungen einfordern. Wir haben jetzt sogar schon Zeug für seltene Waffen. Okay, 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 okay. So, jetzt wollten wir hier den Gasthof. Wo ist der denn? Der ist da in der Town. So, ich port mal lieber so. Weil wenn ich jetzt B drücke und wir kommen dann so nicht an, ist das auch scheiße. So, wo muss er hin? Da. Warum ist denn das jetzt weg? It's better than not go to the Mandarin farm on a rainy day. Plantarium become more vicious when it's raining, you see. Hey. Ist der im Haus, auf dem Haus? Der hier unten. Gasthof wird. Finally, you're here. I've been waiting for you. Was meinst du? No. I'm sorry. I thought you were here to solve a certain problem at my inn. Was ist los? Have you heard of the three urban legends of Castleton? I'm not sure how our inns fit in there, but guests keep complaining about hearing mysterious crying sounds in a room. But I don't see what the fuss is all about. If you don't mind, could you look into it? You don't look like an ordinary adventurer. Please, you've got to help me. Alles klar, das kriege ich hin. Really? Oh, really? Thank you. It's room 202, at the very back of the second floor. Please take a good look. Ja, ist nur die Frage, was wir machen sollen. Warum zeigt er uns die Quest nicht an? Das ist hier die Frage. Sammlung. So, sprich mit der Gasthofbelegschaft E2. Was ist denn E2? Erdgeschoss 2? Der Belegschaft. Das sind ja alles Bewohner. Die gehen da oben alle in die Hütte. Aber ich glaube, das war von der anderen Quest mal hier gewesen. Ja. Können ja mal noch probieren. Hier ist Belegschaft. Oh, my back. I have so much cleaning to do. Oh, hello. How can I help you?
Was weißt du über die Sage von Zimmer 202? Room 202 legend? Well, I've heard of it, but I don't know if any of that's true. I've never heard any weeping sounds either. Was tust du hier? As you can see, I clean mostly on the second floor, moving between hallways and rooms. Ist dir irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? I don't know. It's just that it's unusually cold when you enter room 202. But then, I tend to feel very chilly all the time. We had a guest in room 202 just yesterday. And no problem. It was that drunken fellow down there. Der betrunkene Geselle von unten. Ist die jetzt beendet? Nee. Sprich mit dem Trunkenbold. Na klar, der soll hier unten sein, ja. Gasthof Wirt, Bewohner, Trunkenbold. Oh man, my head is spinning. I can't tell which way is up and which way is down. Hast du letzte Nacht in Zimmer 202 übernachtet? What about room 202? I didn't spill anything. The mark on the table has nothing to do with me. Welcher Fleck auf dem Tisch? I entered the room to sleep off a few drinks and noticed something on the table. But I swear I didn't do it. You've got to believe me. Ich betrete das Zimmer und überprüfe den Tisch. So machen wir das. So, jetzt wird hier irgendwo. Jawohl, ein Zimmer 202 sein. Okay. Was ist hier los? Guten Tag. Oh, Blut und Blut. Dem Tisch ist ein Blutfleck zu sehen. Den Blutfleck berühren. Der Geist. Beobachte, wie sich die Geschichte der Geister abspielt. Can we really trust them? I'm scared. I think someone's coming. Untersuche die Blutspur an der Tür. Nimm den Geist in Augenschein. Sie bewegen sich nicht einmal, sie sind bereits tot. Der Arkham-Soldat, dem sie vertraut haben, wäre hinter der Tür gewesen, die sie aufgemacht haben. Stehe in Stille, um den Verblichenen die letzte Ehre zu erweisen. Verlasse den Raum. Okay. Ist der auch komplett leer? Okay. Nee. Hä? Und jetzt? Was das? Oh. Und scheint das gewesen zu sein, ja? Und wie haben wir hier noch so Quests und so, ja? Die spielen wir doch gerade hier, oder bin ich blöd? Sprich mit dem Gasthof bei Kastlands Gasthof. Das haben wir doch gerade gemacht. Achso, geht jetzt weiter, okay. Etwas Schreckliches muss passiert sein. The whole neighborhood can hear you. Okay, you look like you're traveling through these parts. I have a proposition for you. Okay, ich höre. I've managed to calm everyone down by saying it's all a rumor. What would happen if I revealed there really was a ghost? Why don't you stay in the room until the rumors die down? I won't charge you anything until then.
Ich hätte gern ein Zimmer ohne Geister, bitte. Oh, come on. Don't be such a coward. Okay, then you can stay in the next room. But you better not say anything about the ghosts. Deal? Okay, here's the key. Dann nehme ich es so hin, wie es ist. There's no ghost. That's just a rumor started by our competitors. Jetzt ist das wieder verschwunden da. Was ist denn das für ein Blödsinn? Warum glaube ich, dass hier auch Geister kommen? Wo hatte ich denn hier gerade die... Nummer H ist... Das Ding da immer. Frostfried. Jetzt finden wir Frostfried hier, oder? Da ist Frostfried. Er ist Frostfried, oder? Ey, das ist doch hier. Erinnerung an Kapitel 1, die Tragödie der Familie Cassiel. Dieses Buch enthält die Aufzeichnung meiner bisherigen Abenteuer. Erinnerungen werden wach. Arkium forces captured Martinet, the younger of two twin sisters. By keeping her hostage, they forced the shaman Adriana, who wielded the power of a star fragment, to call forth the rains. As the ritual began, rain cascaded from the sky, accompanied by crashes of thunder. But the Arkium forces had altered the ritual. Their tampering caused a cursed rain to fall on Laslin. Wherever the rain fell, creatures transformed into violent monsters that attacked people and devastated the farmland. Adriana was shocked to witness what she had done. When the Arkium forces turned on the sisters, meaning to kill them now that they had served their purpose. The awe-inspiring power of the star fragment that lay dormant within Adriana flooded out, and their enemies were annihilated in an instant. In the aftermath, Adriana was beset by unspeakable disfigurations, swallowed by guilt over her role in causing the cursed rain. Okay. Ich höre hier. So, Erinnerung an Kapitel 2, der Niedergang der Grauzähne. Erinnerungen werden wach. Hamel, the sacred deer of the Black Owl Plains, met his demise. And his death heralded Ishkael's return. Those who fled from the wolves found themselves isolated in the abbey. Ishkael, with the power of the star fragment and backed by a pack of ravenous wolves, set upon them. While the people cowered in terror, Henry rose to the occasion. He had always admired Hamel's courage, and he took heart from it now, urging the others to escape. As Henry desperately battled against the wolves, Ishkael rushed towards him. Henry knew of Ishkael's weak point. Hamel had come to him in a dream, showing him what he needed to know, and so Henry hurled his torch at the bottles of lamp oil in the storeroom. The oil ignited instantly, and with each fiery explosion, the very ground beneath their feet trembled. So, wir überspringen das mal. Kennen wir schon. So, hier ist so ein Frostfried. Auf dem Regal sitzt die Puppe, die du im Schiffswrack gefunden hast. Ich möchte mich ganz offiziell bei dir vorstellen. Ich bin Frostfried, ein Waldsämling. Hallo?
Wo ist er denn? Soyamu. Silsumu. Sumusu. Kann das doch nicht lesen. So. Möchte mich ganz offiziell. Hallo. Ja, Amitoi wurden von Zauberern erschaffen. Du bist die Abenteurerin. Es kann sein, dass der Amitoi begegnen werden. Wenn dem so ist, dann sei genauso nett zu ihnen, wie du es zu mir gewesen bist. Und sie werden dich bei deinen Abenteuern unterstützen. Alles klar, das kriege ich hin. Das heißt, der haut jetzt auch wieder ab. Erkundung abgeschlossen. Du kannst deine endgültige Belohnung wählen. Okay. Über die Lampe oder was? So. Waffen, Rüstung, Zubehör. Weiß natürlich nicht, wie viel wir von was bekommen, aber Rüstungsteile haben wir eigentlich die meisten, ne? Die dann hochgestuft werden müssten. So. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Das heißt, die haben wir jetzt durch, ja. Ist das jetzt unser Zimmer? Ich kann da wieder reingehen, ja. So, wir haben irgendwo noch Wegpunkte, die müssen weg. Ich glaube, ich hätte auch alle löschen können, oder? Ja, hätte ich machen können. So. Und dann haben wir jetzt hier die erledigt, oder? Was haben wir hier noch? Finde den gestrandeten Matrosen, der die Flaschenpost verfasst hat. Besteige dazu den Marind, der regelmäßig bei Hafen Castellon andockt. Oder Schwimmer. Hafen von Castellon. Marind. Wie kriegen wir die denn angeheftet? Also blinken tut's ja. Hier ist noch ein Büchlein. Okay, aus Versehen hier reingelaufen. Ist an der Ecke noch was? Ne. So, das heißt, hier haben wir jetzt auf jeden Fall noch ein Zimmer. So. Hier und hier. Nee, das war falsch. Eine weiter. Und dann kommen wir da in den Hafen. Arbeiterkohle. Okay. Und jetzt sind wir hier irgendwo mit Marind finden. Okay. So, wir sind ja nur Bewohner. Ich will trotzdem, dass die angeheftet sind. Gibt's doch nicht. Und haben wir ja die eine kurzzeitig mal angeheftet bekommen, aber. So, jetzt habe ich es aktiviert eigentlich. Aber wir sehen sie nicht. So, zeig sie mir an. Hä? Da hinten soll ich hin? Da bin ich doch komplett. Das heißt, es muss ja irgendwo ein Schiff geben, ja? Ist das hier Marind? Und da gibt es hier oben noch was zu lesen. Marind könnte aber auch eher so ein kleines sein, ne? Ein kleines Boot.
das ist es wohl nicht. Da ist wohl einer ins Wasser gefallen. Ich glaube, Marint ist nicht da. Ich würde behaupten, Marint ist nicht da. Aber hier hinten gibt es nirgendwo. Richtung muss man, ne? So, hier sind wieder die Fake-Truhen. So, da lang, da lang. So, am besten hier hinten in die Ecke und dann jumpen wir da einfach so ganz aktiv runter. Probieren wir hier links auf den Weg zu kommen. Oder ist das ein Wasserweg? Oh, der Fluss dargestellt. Das wissen wir nicht. Das soll hier der Weg sein, oder? Nee, nicht ganz. Es gibt einfach keinen Weg. Headcounters, hello, hello, Headcounters, alles Gute. So. Ich muss hier lang. Müssen wir hoch? Ich glaube, wir waren ja auch mal oben, ne? Ich glaube, hier hinten haben wir auch diesen blöden Brief gefunden. An dem Schiff da. Da war hier nämlich, glaube ich, die Flaschenpost. Nämlich jetzt hier einfach rüber. Hoffe ich. So, nach hinten, nach vorne, nach links, nach rechts. Shift. Das Sprinten. So, jetzt muss er noch einen weiter. Kommen wir denn hier hoch? Da hinten ist auch hier einfach so ein Hier kommen wir doch hoch. Müssen wir überhaupt hoch? Da steht ja nichts von hoch. Gucken wir schnell nochmal auf die andere Seite. Das ist das Kackschiff da, was wir nehmen sollten. Wir müssen tatsächlich hoch. Da gibt es hier noch ein Loch. Gehen wir hier einfach hoch. Schönen Kackweg hier für uns in die Licht. Wir kommen höher. Hier gibt es jetzt zufälligerweise keine Haken. Wie habe ich das Gefühl hier die Ecke? Da kommen wir nicht so ganz weiter hier. Hier fängt eine Markierung an. Könnte bedeuten, hier geht's lang. Hoch, jetzt wäre ich fast runter. Okay, da ist übrigens ein Haken. Da ist auch ein Haken, da ist ein Haken. Na wow. Das muss der Matrose sein, der die Flaschenpost geschickt hat. Es ist zu spät. Er hat einen Zettel in seiner Tasche. Und falte den Zettel. Damn the black rain. It broke my ship along with the treasure. How much longer can I survive on this little rock?
Dear Einar, please let me live so I can see my wife again. In der anderen Tasche befindet sich ein weiterer Brief. Dear Harney, I've finally found the treasure. Now all I have to do is get home and pamper you. The rain is unusually fierce, but that's to be expected of a seaman. Castleton is just around the corner. See you soon, Harney. Es gibt jemanden namens Harney in Castellot. Castleton. Ja, ja. Okay. Dann haben wir die jetzt aber hoffentlich abgeschlossen. Da vorne leuchtet jetzt irgendwas blau. Warum? Warum leuchtet das so blau? Untersuche das Schiffswrack. Ja, ja. So. Das ist ja gleich hier vorne wieder um eine Ecke, ja. So, die richtige Richtung, ja. Ich glaube, wir gehen bald runter, oder? Weil wir keine Ausdauer mehr haben. Ups. Ah, wie erfrischend. Sollen wir jetzt hier untersuchen, ja? Aha, aha, ja. Sieht schon mal ganz nett aus. Hier unten ist nichts. Hier auch nicht. Hier kommen wir nicht hoch. Okay, okay. Verstehe. Da liegt was. Schatztruhe aus dem Schiffswrack. Truhenhammer. Okay. Frage Dave, die rechte Hand des Fürstens bei Fürstenresidenz von Castellon nach Harney. Da sind wir jetzt dann hoffentlich zurück. Mal was gucken. Müssen wir uns ja jetzt wieder oben auf diesem Berg porten und nicht nach Castellon. Vielleicht auch das, was näher dran ist. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Und da dachte ich, wir kriegen jetzt hier so einen richtig schönen Schatz. Aber nö. Einfach kein Schatz. Das ist hier schon so halb richtig. Ja, ja, der ist hier drin, der ist hier drin. Der steht hier um eine Ecke. Ja. Hallo Dave. Wer ist Harney? Harney? Oh yes, she's the poor lady whose husband hasn't been found in 10 years. So she had a tombstone made. She goes to pray for her husband every day. I'm sure you can find her at the Castleton Memorial right now. In der Gedenkhalle, okay. Da sind wir jetzt bestimmt hin, ja. Okay, also wenn wir dann so eine Gebiete komplett abgeschlossen haben, dann verschwinden die Nebenquests. Oder er pinnt die nicht mehr an. Da mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, wieder normal dann noch anzupinnen. So, jetzt noch rechts. Klick, klick, klick. Da steht sie schon. Yes? Yes, I'm Harney. How may I help you? Bitte, nimm diesen Brief und diese Halskette. This? It's a letter from my husband.
And my necklace that he used to carry around like a charm. Nun. Where did you come? I see. About 10 years ago, he departed on a ship seeking treasure. After a heavy rainstorm in Lasten, his ship was found wrecked, and he never returned home. Now that I have his belongings, I can give him a proper burial. Mein Beileid. Thank you so much. Darf mir ja wieder eine Belohnung aussuchen, okay. Ich glaube, ich würde hier mal Zubehör nehmen. Oh, jetzt haben wir hier, glaube ich, schon wieder so viel Zeug, ne? Und wie mal anklickern müssen. Tschüp. So, den haben wir schon mal erledigt. Ah, gut, hier gibt es diesmal nur Verwandlung, Schwimmen. Haben wir irgendwas Gutes gemacht, oder was? Haben wir den jetzt freischalten hier, oder? Der sieht eigentlich cool aus. Gestalt wandeln. Sagen, verabschieden wir uns jetzt hier erstmal nochmal und machen erstmal nochmal ein Folgenpäuschen. Gut, dann Spitze, bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.